Hatte König Essen sich denn mal mit Molonel beschäftigt? Die Tonge sind nicht ein Essen, deswegen Essen. Nein, die Essen hatte kein Interesse an alleinstehenden Reichen. Es war der Meinung, dass wir gut allein zu euch kommen könnten. Berater Hugas. Sag mir Bescheid, den Arm hat er einfach nur mit der Tasse, mit der Kopftastatur gehämmert oder was? Und da sind die anderen dabei rausgekommen. Also beabsichtigt ihr, diese Handelsbeziehungen wiederzubeleben? Das war mein Gedanke, ja. Mit Verlaub, Königin Layla, was wollt ihr wirklich diesen alten Aufzeichnungen vertrauen? Ich sitze gerade bei der Homepage bei den Partnerseiten, habe da jetzt auch diese hier verlinkt. Wie diese hier. Also die vom Stream oder wie? Ich habe sie von verlässlichen Gutachtern prüfen lassen, die mir ihre Echtheit bestätigt haben. Anscheinend sind sie sogar 150 Jahre alt. Es muss also eins in der Verbindung gegeben haben. Und wo soll sich Molonel befinden? Den Aufzeichnungen zufolge befindet sich Molonel weitestlich von Kliniarz. Das ist ein richtig Namen. Oh, ich tippe mal irgendwas auf der Tastatur ein und dann wird da schon irgendwas rauskommen bei. Dann wird sich Botschafter Zigoro damit auseinandersetzen. Das sind Namen, die kann man sich einfach nicht merken. Nein, ich möchte lieber Alan und seine Gefährten entsenden. Klaus, incoming. Hä? Aber Königin Layla, wäre es nicht klüger, den Botschafter zu schicken, wenn jemand Kleniards Interessen vertreten kann, dann... Gorax, kennst du dir eigentlich noch den Follow-Button für Claire? Kannst du dir eigentlich noch den Follow-Button für Claire mit einbauen? muss doch nicht sein. Nein, diese Leute haben für uns vor kurzem in der Sache mit Vertax unterstützt. Weiß ich, welche Sache? Wenn diese Mission in den Gründen hinten liegt, dann bei ihnen. Was für eine Sache? Wer ist Vertax? Ich habe ordentlich schon auf Chaos nicht gespielt, weil es bei mir nicht funktioniert hat. Also wir müssen echt immer mal Legion of Chaos 1 schon haben, und dann muss ich das auch mal streamen, damit ich eine Ahnung habe, von was die überhaupt hier reden. Ich kann das nicht gutheißen, euer Hoheit. Wir benötigen einen ausgebildeten Diplomaten für dieses Vorhaben. Das steht nicht zur Debatte, Hugas. Ich habe Alan, Alex, na super, auch noch, und Helen bereits rufen lassen. Sag mal, Helen sieht ja auch aus wie die epigemische Helen oder was? Und da ploppt, das ist auf einmal aufgeploppt. Willkommen, Hauptmann und die werten Leutnants. Oh Gott. Ich spreche jetzt aber nicht mit meiner schwulen Stimme, ne? Ihr habt uns rufen lassen, euer Hold. Nur nicht so förmlich, mein lieber Bruder. Gesellt euch zu uns. Aha. Ihr wünscht zu viele Frauen. Aber das sollte theoretisch schon da irgendwo sein. Da ihr nun hier seid, können wir die näheren Details eures Auftrages besprechen. Ich verlese und immer soll das halt eine recht kleine Schrift. Ich merke gerade, dass das noch nicht mittig ausgeht. So, wie soll man. Um was geht es? Ich habe zu viele Frauen, verdammt. Ich glaube nicht, es sei denn, ich bin so blöd, ihn zu finden. Ach, das willst du doch immer. Ich habe einen wichtigen Auftrag für euch. Es geht um die Wiederherstellung eines früheren Bündnisses mit dem Reich Molon. Was? Jetzt steht da Molonel. Molyneux steht da jetzt. Hey, da ist Peter Molyneux auf einmal aufgetaucht. Warum? Das ist doch vorher anders, oder nicht? Hä? Jenseits des östlichen Meeres. Ihr werdet als Kleniards Botschafter fungieren und die Regierung Molonels. Jetzt steht auf einmal wieder Molonel. Von unserem guten Willen, aber sorry, der Zahn kann sich überhaupt nicht entscheiden, wie die Sachen heißen sollen oder was. Das klingt nach einer Menge langweiligen Kram. Seht ihr, Euer Majestät? Ihr wollt jemanden losschicken, der derart desinteressiert ist? Hey! In der Tat, Krox. Ihr solltet selbst am besten wissen, dass diese Gruppe mehr als geeignet für diesen Auftrag ist. Ja, er wechselt gerne zwischen Molonel und Molonel. Das ist so dumm. Alan, ich habe übrigens ganz vergessen. Wisst ihr, was ich vergessen habe?
Ja, ich habe vergessen, meine Items reinzuschieben. Mist. Wir überspringen den ganzen Kram ist natürlich erstmal, bis wir da sind, wo wir waren. Sorry kurz dafür, aber so, das ist eigentlich. Items hinzufügen. Aber das ist immer von Epic Maker zu Epic Maker unterschiedlich ist, die Anordnung. Das finde ich so scheiße. Change. Und das. Ach, da, Change Items haben wir es doch. So. Hinzufügen. Change Items. Hinzufügen. So. Also jetzt aber. Jetzt habe ich ja mein Sheet 1 und sonst reingemacht. Naja, die Bloody Diggers. Ja, Magic Sonic interessiert mich jetzt nicht. So, und überspringen. Nein. Dann springen wir das Ganze mal vor. Kann man das? Ja. Nee, kann man nicht. So geht das nicht. Warum geht das nicht? Achso, da muss ich mal anschlagen, das. Ach, das ist ja doof. Ja. So, bla bla bla. Sag mal, ist Alan gerade. Oh. Die sind durch die Stühle gegangen. Ist mir gerade erst aufgefallen. Was geht das? Okay, gut. Okay, hab gerade geschaut, der ist nicht da. Jupp. Oh ja, keine Ahnung. Dot. Alan, werdet ihr diesen Auftrag annehmen? Wenn die Geschichten wahr sind, dann könnte uns der Kontakt mit Molonel. Da steht da schon wieder Molonel. Wirklich bereichern. Ein Versuch ist es jedenfalls wert. Dachte ich mir doch, dass dich dieser Auftrag reizt. Ich habe auch vorgesehen, Inia mit euch loszuschicken. Wer ist Inia? Ihre Fähigkeiten als Ärztin sollten euch von Nutzen sein. Meine Frage, Anke, ich glaube, Marsh und Sonic soll ja eigentlich Force keine Voraussetzungen zu Unleashing of Chaos haben. Also, dass man Unleashing of Chaos kennen muss. Kommt mir irgendwie anders vor. Die werden gerade mit Namen sich, die wahrscheinlich durch Unleashing of Chaos erklärt worden sind, aber jetzt hier nicht erklärt worden sind. WW übrigens, Gameboy WW. Hallo. Ich werf doch nicht in einem Spiel, ohne vorher was zu erklären, irgendwelche Sachen in den Raum, die jetzt eigentlich für Spieler, die die Folgenteile nicht kennen, kein Bewandtnis haben. Das ist dumm. Aber nun gut. Spiel mal weiter. Sicher, ich würde auch gerne Gerard Gérard, keine Ahnung, wie ich schon ausgesprochen, keine Ahnung. Ich denke, dass er für solch einen Auftrag bereit ist. Wer ist das überhaupt? Sie schickt diese drei Stadt einem ausgebildeten Boten los, weil sie es so will. Dafür gibt es auch keine Erklärung. Was denkt ihr darüber? Abgesehen von der Neugier an diesem Molonel wäre es auch einfach interessant, mal wieder einen richtigen Auftrag zu haben. Ich bin dabei. Ich finde das Ganze auch sehr aufregend. Also bin ich definitiv dafür. Oh ja, in ein fremdes Land zu gehen und vielleicht vom Monster hingeschlachtet zu werden. Oh ja, das ist doch so aufregend. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, Alan, oh komm, fick mich. Ja, er will ja Force Origins danach machen, wo es darin um die Vorgeschichte geht. Jero wird ausgesprochen. Er ist Alans Sohn, John. Gero wird ausgesprochen. Mhm. Alans Sohn, ja, okay. Und Alan wird eigentlich auch mit einem L geschrieben. Theoretisch, laut meiner Meinung, wird Alan eigentlich nur mit einem L geschrieben. Aber ich bin ja nicht Zeug, ne? Ich habe ja hier nichts zu sagen. Hallo? Ach, hier ist. Sehr fein. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Dann beginnt bitte unverzüglich mit den Vorbereitungen. Wer ist das jetzt? Willibor. Also, was konntest du rausfinden, Liz? Warum wird random so irgendwelche anderen Charakteren geschaltet, hä? Anscheinend hat der Priester morgen Abend eine Verabredung mit dem Bürgermeister. Deswegen er jetzt öffnen, weiß ich aber nicht. Ach, zu viele Frauen, verdammt! Nein, Chero. Wie ich weiß, Chero.
Ach, ich spreche einfach aus, wie ich will. Fick dich doch, Schassranger. Ich spreche einfach Gero irgendwas aus. Irgendwas, was da steht, ich spreche es aus, wie da steht. Fertig aus. Das ist auch egal. Wichtig ist, dass er nicht in der Kirche ist. Ihr müsst es nicht tun. So in hohen Stimmen sprechen. Doch, das wissen wir und das wissen wir auch. Diese sogenannte Religion hat uns alle das Wertvolles genommen. Entweder ist es eine Religion oder es ist eine Sekte. Jetzt entscheide dich mal bitte, Liz. Wir stellen das an durch Weber, versprochen. Okay, also das mit dem Button muss ich ein andermal machen. Bin es zu faul, den Quellcode der Seite nach dem Follow-Link zu durchsuchen. Kein Stress, kein Stress. Das ist übrigens eine Pflaster-Szene da in der Taverne und dem Thronsaal bevor. Was? Das ist übrigens eine Pflaster-Szene da in der. Da in der Taverne und im Thronsaal. Was? Die schlechte Herzschreibung fällt schon auf dich ab. Davor begann es direkt vor der Kirche ohne Kontext. Ah, okay. Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern. Grob. Ich habe ja dein Let's Play, was es war, hatte ich ja kurz geguckt, bevor du es ja gelöscht hast. Naja. Nun ja, wirklich viel konnte ich nicht herausfinden. Vater ging vermutlich nicht zu sehr ins Detail, um Mutter, um mich zu schützen. Er deutet nur an, dass eine große Gefahr von einem geheimen Gewölbe unterhalb der Kirche auszugehen scheint. Das war die mit der Stimme, ne? Dann halten die Jünger des rechten Weges! Sicher, dass er dann etwas versteckt, das ihre Wahlabsichten enthält? Das ist morgen wirklich die Idealgelegenheit, diese Kerle sind entlarven. In der Tat, der Zeitpunkt ist ideal. Okay, dann treffen wir uns morgen hier wieder. Ein Glück, dass der Wirt hier ebenfalls ein Widerständler ist und vor dem Priester unsere Treffen als ungefährlich einstuft. Und deswegen zählen wir ganz laut, weil hier links neben uns irgendwelche Leute stehen. Die übrigens, die Tosse da links hat dieselbe Haarfarbe wie die eine Tosse, die an unserem Tisch sitzt. Dieselbe Frisur sogar. Aber scheiß drauf. Ich hoffe bloß, dass die Jünger auch so nichts davon mitbekommen. Auf den Weiten des Ozeans. Das Intro geht aber verdammt lange. Gerard, wieso schießt du so rum? Zu viele Stimmen. Ich habe nur ein komisches Gefühl. Ja. Ach, das muss die Nervosität sein. Bei meinem ersten Auftrag ging es mir nicht anders. Dein erster Auftrag, du bist irgendwo im Wald aufgewacht, ganz am Anfang war an schon auf Chaos. Und dann habe ich festgestellt, dass ich das Menü kaputt gemacht habe. Du hast sicher recht. Ich möchte nur nicht, dass du enttäuscht von mir bist. Mach dir da aber keine Sorgen. Dein alter Herr ist sicherlich so eingerostet, dass er selbst aufpassen muss, sich nicht zu blamieren. Sehr freundlich, Alex. Oder Alex, keine Ahnung. Gern geschehen. Alex hat aber recht. So einen großen Auftrag habe ich seit 15 Jahren nicht mehr gehabt. Da könnte ich schon etwas eingerostet sein. Sag mal, wie alt ist denn der? Der sieht nicht gerade aus wie Mitte 30, 40 oder so. Der ist doch 20 oder sowas. Man hat denn seinen Sohn bekommen? Ja, okay, gut, das ist ein Anime-Face, trotzdem. Da könnte man sowas wie Falten oder sowas reinmachen, dass man sieht, wie alt er ist. Oh Mann, ey. Wenn das irgendwann auf YouTube landet, ich glaube, da werde ich von Sonic voll gedisst hier, voller Beef und so. Da kann ich mir am Arsch legen, dann block ich den Typen einfach fertig ist. Danke, Vater. Ich glaube, der wechselt auch seine Stimme, gerade da ich nicht so viele Stimmen habe. Ich weiß, dass Gerd für umliegende Zeit brauchen, doch ich glaube nicht, dass wir in diesem Leben noch irgendwo ankommen. Ach, Alex, sei doch nicht so ungeduldig. Ich habe keine Frauenstimmen. Was? Aua! Alex, hast du dir etwas getan? Ach, es geht schon. Nochmal vor die epische Musik hier. Was war das? Ein Seebeben? Ja, ist eine. Es fühlt mich aber gekränkt. Was? Warum? Warum? Warum fühlst du dich gekränkt? BB Gameboy, warum fühlst du dich gekränkt? Hä? Warum fühlst du dich gekränkt? Hä? Hab ich noch was verpasst? Bin da auch 30 und habe keine Falten. Ach so! Nein, sowas wie, ja, oder ein Bart oder sowas. Man kriegt doch irgendwas raus mit dem Alter, irgendwas, dass man, das halt,
du kannst halt trotzdem Leute auch vom Alter einmal einschätzen in der realen Welt, in der Re- in